Es haben sich auch viele Muslime integriert, aus eigener Kraft allerdings. Als individueller Prozess. Individueller Prozess. Und das ist das, was ich immer sage. Die Integration als staatliches Bemühen ist gescheitert. Die Migration hat früher so funktioniert, da kam der türkische Arbeiter, der portugiesische, der italienische, auch nach Amerika gingen viele. Und der Migrationsvertrag funktionierte so, ich zeige der Gastgesellschaft, was ich kann, welche Arbeit ich leisten kann. Und die Gastgesellschaft entscheidet, wie viel ich dafür entlohnt werde. Jetzt funktioniert es so, ich zeige als Neumigranten der Gesellschaft meine Wunden, meine Traumata. Und die Gesellschaft und die Grünen kümmern sich darum, dass ich für meine Wunden und meine Traumata entlohnt werde. Es gibt keinen Integrationsdruck auf die Neuzuwanderer. Früher war man vom Tag 1 auf sich allein gestellt. Man musste arbeiten, man musste selbst für sich aufkommen und man musste seine Familie selbst versorgen. Jetzt kommt man und man ist sofort mit dieser Geisteshaltung gekommen. A, Europa ist mein Feind aus der Vergangenheit. Ich bin gekränkt wegen den Kolonialismus, den ich selber nicht erlebt habe. Ich bin gekränkt wegen den Kriegen in meiner Heimat. Ich bin gekränkt wegen des Nahen Osten-Konflikts und so weiter und so fort. Und jetzt muss diese Gesellschaft mich dafür entschädigen. Und das ist keine gute Voraussetzung dafür. Wenn der Staat selber solche Probleme nicht lösen kann, wenn die Polizei nicht in der Lage ist, solche Probleme zu lösen, und wir brauchen den Imam oder die Lehrerin mit einem Kopftuch, um einen Konflikt zu schlichten, das ist ein klarer Indiz dafür, dass diese Menschen auch die staatlichen Institutionen ablehnen. Und das ist tatsächlich eine Art Paralleljustiz. Man wertet auch diese Imame auf, auch als politische Instanz, als juristische Instanz. Und so entstand in Großbritannien zum Beispiel Scharia-Polizei und Scharia-Justiz wurde auch ins Justizsystem auch aufgenommen. Das ist langfristig katastrophal. Integration bedeutet nicht nur, dass ich die Sprache beherrsche oder dass ich eine Arbeit habe. Da haben auch viele Salafisten und sogar Terroristen auch das schon erreicht. Integration hat, da gibt es eine Matrix. Wir haben die strukturelle Integration, tatsächlich spielt Arbeit da eine entscheidende Rolle. Aber Sprache natürlich. Aber dann haben wir die kulturelle Integration, dann haben wir die soziale Integration. Was für ein soziales Feld habe ich als Migrant? Mit wem verkehre ich? Und dann kommt die emotionale, identifikative Integration, dass ich mit dem Land, in das ich eingewandert bin, verbunden bin, emotional verbunden. Das Land als das Mitte meines Lebens auch deklariere. Aber neuerdings haben wir das Phänomen, was es ja früher nicht gab, dass mit dem Handy in der Hand kommt ein Migrant hierher und ist sofort mit seiner ursprünglichen Heimat vernetzt. Alle Konflikte dieser Heimat werden hier übertragen. Alle Reden des Präsidenten, sei es Erdogan oder andere, werden live übertragen und dann in türkischen Cafés dann werden sie so wie Fußballspiele dann irgendwie angeschaut und kommentiert. Und da ist man nicht mehr emotional hier im Lande. Man benutzt das Land nur als Plattform, um vielleicht auch politische Ziele seines Heimatlandes irgendwie hier zu verwirklichen. Sie haben von Bringschuld gesprochen und Sie haben recht, natürlich. Ich bin nach Deutschland gekommen, ich kannte damals nur drei Worte. Ich habe kein Geld, Scheiße und ich habe Hunger. Sonst. Aber ich musste selbst die Sprache lernen, ich musste... Damals gab es keinen Rassismusbeauftragte, keinen Integrationsbeauftragte, keine Gleichberechtigungsbeauftragte, all diese Sachen. Aber ich habe sofort verstanden, ich will Teil dieser Gesellschaft werden und ich muss dafür etwas leisten. Und eine der wichtigsten Leistungen, und da scheuen sich viele Leute davor, eine dieser Leistungen war, ich musste mich von Teilen meiner ursprünglichen Kultur trennen, um hier zurechtzufinden. Vor allem von diesen Teilen, die sich gegen dieses Wertesystem und gegen diese Kultur richten. Wir haben auch zu tun mit
Eltern, die auch Widerstand leisten, wenn irgendwelche Inhalte in der Schule dem widersprechen, was das im Koran steht oder was der Tradition dieser Familie steht. Man will nicht über Homosexualität irgendwas lernen, man will nicht über so viele Sachen. Aber das, was wir gerade über die Schulen gesprochen haben, das ist genau das, was auch in der Integrationsindustrie funktioniert die ganze Zeit. Je schlechter die Integration läuft, je gescheiterter die Integration ist, dann gibt es mehr Ressourcen für Integrationsprojekte. Und der Staat muss irgendwann all diese Projekte fragen, was habt ihr geleistet? Wie viele Menschen sind dadurch integriert? Das ist ein verbranntes Geld. Ja, das ist ein Selbstzweck. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist vielleicht, ich werde wieder ironisch, wenn all diese Politiker, die von Multikulturalität Lieder singen, ihre Kinder in Brennpunktschulen dann schicken und dann dort ein Jahr lang verbringen und von den eigenen Kindern hören, was die tatsächlichen Probleme dort sind. Weil die Lehrerinnen und Lehrer haben die Nase voll. Sie schreiben einen Brandbrief nach dem anderen. Sie schicken Beschwerden ans Ministerium und da passiert nichts. Das, was Sie erzählt haben, das höre ich seit 20 Jahren und noch mehr. Wir müssen mehr fördern, wir müssen mehr Ressourcen freigeben und wir müssen und wir müssen und wir müssen. Aber am Ende muss man sich fragen, nachdem wir gefördert haben, was fordern wir? Das ist der Knackpunkt in der Integrationsdebatte. Es gibt viele Integrationsangebote mittlerweile, aber keine Integrationsgebote. Es gibt viele Förderung und viele Ressourcen, aber weniger Kontrollmechanismen, weniger Sanktionsmöglichkeiten, dass ich auch Menschen sanktioniere, die nicht mitmachen, dass ich auch Eltern sanktioniere, die nicht mitmachen. Und solange das Sozialhilfesystem so funktioniert, solange man jede Debatte in dieser Richtung mit Rassismus oder mit Rechtspopulismus irgendwie abstempelt, dann kommen wir nicht weiter. Okay. Tatsächlich ist es so, dass nicht nur in den Schulen und in den Medien, sondern überhaupt in der Gesellschaft, ich habe das Gefühl, dass die Menschen auch diese Werte nicht mehr so ernst nehmen. Der Konsum und die Freiheit des Konsums ist viel wichtiger mittlerweile als die Freiheit als ein hohes Gut für uns alle. Das Problem ist die Gesamtgeisteshaltung und auch wie der Rechtsstaat organisiert wird. Keiner von uns will ja den Rechtsstaat irgendwie in Frage stellen, aber optimieren, damit auch dieser Rechtsstaat dem Staat und den Bürger dieses Staats zugutekommen und nicht Feinde des Staates. Und dann muss man auf solche Wirkbegriffe verzichten, die immer in der Integrationsdebatte auftauchen. Generalverdacht, Integration ist keine Einbahnstraße. Das sind Floskeln, die sehr oft auch von Politikern wiederholt werden. Profiling und so. Und die am Ende niemanden irgendetwas bringen. Und ich sage Ihnen etwas auch in Bezug auf Generalverdacht. Es gibt viele tüchtige, gesetztreue Muslime, die leben und die fragen sich, warum lasst euch das gefallen? Auch diese Leute auch schädigen unseren Ruf. Wir arbeiten hart und wir sind gesetztreu, aber sie übernehmen die Debatte und zerstören alles und der Staat unternimmt nichts. Ihnen ist es recht, dass die abgeschoben werden. Wir diskutieren nicht über die Integration von Vietnamesen oder für Portugiesen oder Griechen. Wir reden immer über die gleichen Gruppen. Die Integration wäre gelungen, wenn wir nicht mehr über die Integration reden müssen.